Willkommen bei Experten beraten. Heute wollen wir uns von der Firma Pearl diesen Insekten- und Spinnensauger ansehen. Er hat eine LED-Leuchte und ist 35 cm lang. 2 Tage nachdem ich ihn bestellt hatte, kam er bei mir an in einem braunen Karton, auf dem nur Pearl stand. Im Inneren war dieser Karton enthalten, so wie Sie ihn jetzt sehen. Vorne haben wir einmal die Produktbeschreibung, Insekten- und Spinnensauger mit LED-Leuchte, 35 cm und das Ganze nochmal auf Französisch. Er ist tierfreundlich und hier ist eine Abbildung von ihm. Auf der Seite haben wir auch nur die Beschreibung auf Französisch, hier nochmal auf Deutsch. Auf der Rückseite stehen noch ein paar Produkt-Highlights. Und zwar steht hier, entfernen Sie Spinnen und Insekten, ohne sie zu verletzen. Saugen Sie die ungebetenen Besucher einfach ein, so bringen Sie sie sanft zurück in die Natur. Saugt sanft und sicher Käfer, Spinnen und Co. ein. Ansaugventilator mit Schutzgitter, integrierte LED-Leuchte sorgt für Licht in dunklen Ecken, 20 cm langes transparentes Saugrohr, Eckenaufsatz, ideal für enge Stellen, Verschlussstopfen hält Insekten im Gerät, einfache Bedienung mit 2 Tasten, Saugen und Licht, platzsparend Verstauber dank abnehmbarem Saugrohr, Stromversorgung mit einer 9 Volt Blockbatterie, die nicht im Lieferumfang enthalten ist. Und die Maße sind 39 mm im Durchmesser und 350 mm in der Länge. Das Gesamtgewicht ohne Batterie beträgt 140 Gramm. Im Lieferumfang enthalten sind der Insekten- und Spinnensauger, eine Röhre, Verschlussstopfen, Eckenaufsatz und die Anleitung. Das wollen wir uns mal ansehen. Hier haben wir die Bedienungsanleitung in Deutsch und Französisch. Und das ist der Spinnensauger. Das besteht aus Plexiglas, wie es aussieht. Hier unten ist ein bisschen Verarbeitungsreste, die man aber abknibbeln kann. Es ist durchsichtig, wenn auch ein bisschen schmierig, aber das ist nicht weiter schlimm. Es wird so aufgesetzt. Hier haben wir den Verschlussstopfen und den Eckenaufsatz. Bei dem Aufsatz müssen Sie allerdings darauf achten, dass er nur einen Durchmesser von, also eine Höhe von 1 cm und eine Breite von 2,8 cm hat. Das heißt, eine große Spinne werden Sie damit nicht einsaugen können. Da würde ich dann das Rohr so nehmen, wie es jetzt ist. Das hat einen Durchmesser von 3,1 cm. Hier stand 3,9. Das stimmt nicht ganz. Es sind 3,1 cm. Die Länge des Saugrohres beträgt 20 cm. Und insgesamt kommen wir auf 35 cm, das stimmt. Das Gerät wiegt mit dem Saugrohr 120 Gramm, mit dem Eckenaufsatz 126 Gramm und mit der Verschlusskappe 125 Gramm. Für den Betrieb benötigen Sie eine Batterie, die hier unten eingesetzt wird. Seien Sie vorsichtig mit Ihren Fingernägeln. Das ist eine 9 Volt Blockbatterie, die für den Betrieb benötigt wird, die Sie dann extra noch dazu kaufen müssen. Gibt es allerdings dann auch bei Pearl, wenn Sie das möchten, können Sie das gleich mit dazu bestellen.
Das Gerät gibt es nur in dieser Farbkombination in Blau. Dann schließen wir es mal an. So, braucht man ein kleines bisschen Kraft, aber dann geht es. Dann wird es hier eingesetzt und wieder zugemacht. Wie Sie sehen, leuchtet schon die LED-Lampe. Das Einsetzen der Batterie ist ein bisschen tricky, geht dann aber. So, jetzt ist sie drin. Jetzt machen wir das LED mal aus und wieder an. Wie Sie sehen können, das Licht ist hell, nicht unglaublich hell, aber es reicht, um dunkle Ecken auszuleuchten. Dann haben wir jetzt den Motor. Das ist ja auch immer so eine Sache bei den Saugern, die können teilweise sehr laut sein, also wie ein Handstaubsauger. Wir probieren das mal aus. Ist ungefähr so laut wie ein Handstaubsauger. Wir haben schon einen Test damit durchgeführt draußen. Das Problem ist, dass wir gerade hurricaneartige Regengüsse haben mit Wind und wir deshalb nicht filmen konnten. Aber ich habe bei der Bahn eine Spinne eingesaugt und wieder ausgesetzt und die Spinne war nicht wirklich happy. Aber sie war unverletzt und hat ihren Weg dann auch wieder in ihr Netz zurückgefunden. Da wir keine Spinne haben, nehmen wir jetzt einfach ein Stückchen Pappe und schauen mal, ob es das einsaugen kann. Wenn die Pappe jetzt die Spinne wäre, würde ich jetzt den Deckel aufsetzen und dann wäre die Spinne gefangen. Das Problem ist nur, dass Sie dann relativ nah an die Spinne wieder heran müssen, um sie wieder freizulassen. Das heißt, bevor Sie sie aussetzen, drücken Sie einfach wieder den Innenknopf. Und die Spinne wird wieder angesaugt. Sie können das Ganze mit dem Fastkontakt auch vermeiden, indem Sie einfach die ganze Zeit den Motor laufen lassen. Eine 9-Volt-Batterie hat genug Kraft, um länger anzusaugen. So, jetzt schauen wir mal, wie das wäre, wenn wir eine relativ schwere Spinne haben. Da passiert nichts, das heißt, Ihre Spinne darf nicht so viel wiegen wie eine Schraube, dann haben Sie ein Problem. Kleine Spinnen und Schneider bzw. Schuster werden ganz einfach eingesaugt und können auch ganz einfach wieder abgesetzt werden. Jetzt schauen wir mal, wie das mit dem Ecksauger funktioniert. Das passt dadurch, das ist wunderbar. Und zum Ausschütteln schütteln Sie einfach die Spinne wieder raus. Ja, die Lautstärke ist aushaltbar, ist nicht so schlimm. Sehr schön ist hier die LED-Leuchte, mit der Sie die Ecken ausleuchten können. Und Sie haben genug Abstand zu der Spinne, um nicht wirklich mit ihr in Berührung zu kommen, auch beim Aussetzen nicht. Also für Spinnenphobiker, die möglichst viel Abstand zwischen sich und der Spinne oder dem Käfer oder der Motte oder Ähnlichem haben möchten, ist das ein gutes Gerät. Hier haben Sie den Filter, der erwähnt wurde. Der ist allerdings nicht sehr fein. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel Mottenlarven haben, dann rutschen die da durch und kommen durch die Lüftung wieder raus. Dafür ist er nicht geeignet. Für Motten selbst allerdings schon. Wenn Sie mit der Lautstärke klarkommen und keine Spinnen haben, die mehr als 2 Gramm wiegen, dann haben Sie ein ganz gutes Gerät. Bei Mörderspinnen, die 2 Gramm und mehr wiegen, haben Sie immer noch das Glas und die Pappe als Alternative. Die Batterieabdeckung, wie Sie das sehen können, hier sind schon kleine Einkerbungen. Das sieht nicht besonders stabil aus und es lässt sich sehr schwer einsetzen bzw. auch genauso schwer öffnen. Da müssen Sie ein bisschen vorsichtig sein. Also, das ist nicht so ganz optimal gelöst. Das Gute ist, dass Sie die Batterie nicht oft wechseln müssen, da er sehr stromsparend arbeitet. Also zu geht es noch, auf ist ein bisschen schwierig. Und hier sieht man schon, dass da leichte Verarbeitungsschwächen sind. Das ist aber auch das Einzige. Ansonsten macht er einen sehr stabilen und gut verarbeiteten Eindruck.
Und ja, ist auf jeden Fall geeignet für Spinnenphobiker oder Tierfreunde, die Schmetterlinge oder ähnliches unbeschadet aus ihrem Heim wieder aussetzen möchten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen bei der Entscheidung für oder gegen diesen Spinnensauger der Firma Pearl behilflich sein. Und vergessen Sie nicht, hier unten auf den Link zu klicken. Dort gelangen Sie auf unsere Website und da haben Sie noch einmal den Testbericht in Langform, inklusive meines recht mutigen Einsatzes draußen mit einer Spinne. Und Sie können diesen Insektensauger auch gewinnen. Viel Glück und bis zum nächsten Mal bei Experten beraten.